Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf diesem Kanal. Und es ist Zeit für die Kritik zu The First Avenger Civil War. Der Film, auf den ich mich dieses Jahr wirklich am meisten gefreut habe. Das kann ich so oder so schon mal sagen. Denn ich habe schon mal so ein bisschen vorausgearbeitet und meine Top 10 Vorschaulisten schon mal vorgearbeitet. Direkt hinter Civil War wird dann größtwahrscheinlich Star Wars Rogue One kommen. Und dann schauen wir mal, was sich da noch so alles ergibt. Aber wie gesagt, The First Avenger Civil War. Auf diesen Film habe ich mich so gefreut, Leute. Ich habe die Tage sozusagen eigentlich schon gezählt zu diesem Film. Und bin am Ende dann, endlich war es gestern dann soweit, dass ich diesen Film sehen konnte. Und deshalb gibt es natürlich jetzt auch meine Kritik dazu. Fangen wir als erstes nochmal ganz kurz zur Handlung an und dann fangen wir wirklich lange an, über diesen Film zu erzählen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt sein wird. Es könnte die längste Kritik sein, es könnte aber auch nur eine durchschnittliche Kritik sein. Das werde ich sehen, wie ich das jetzt alles hier aufbauen werde. Ne? Fangen wir mal kurz an. Wie gesagt, die Avengers sind so ein bisschen alle verteilt, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel Thor ist wieder zurückgekehrt nach Asgard, glaube ich, richtig, oder? War das so? Ich weiß es, Thor ist weg, Bruce Banner ist auf irgendeiner Insel, Tony Stark hat eine Auszeit genommen und Clint ist im Ruhestand, wie gesagt. Und das heißt, die aktuellen Avengers, eben um Captain America, also Black Widow, Scarlet Witch, Falcon, ja, und ich glaube, das war es ja so oder so, sind also weiterhin auf in der Welt unterwegs, um Gutes zu verbreiten, sage ich jetzt mal. Und bei einem Zwischenfall in, ach du Scheiße, Nigeria, war das so? Ich glaube, in Nigeria treffen sie auf Crossbones, ne, dem Handlanger von Hydra sozusagen. Und es kommt halt wieder zu einer epischen kurzen Prügelei, sage ich jetzt mal. Und dabei sterben halt wieder zivile Opfer, ne. Und das kann die Welt halt nicht länger ertragen, dass bei den Kämpfen zwischen den Avengers und den Bösen so viele Menschen sterben, dass man entscheidet darüber, die Avengers sozusagen unter Kontrolle zu halten, dass man sagt, jetzt dürft ihr eingreifen, jetzt nicht. Das machen wir, das könnt ihr machen. Und das, da spaltet sich dann halt das ganze Team um die Avengers, halt um Steve Rogers, um Tony Stark, wie gesagt, die beide einer anderen Ansicht sind und das einfach mal eben ganz kurz zur Handlung. Und dann gibt's ja auch noch Bucky, wie gesagt, beziehungsweise den Winter Soldier, der da auch noch eine sehr große Rolle in diesem Film spielt. Ich will nicht sagen direkt, um was es geht, weil das solltet ihr euch definitiv selbst angucken. Ich möchte auch nicht spoilern, es wird sehr, sehr wenig gespoilert hier, wie gesagt. Beziehungsweise eigentlich habe ich mir vorgenommen, gar nicht zu spoilern. Sollte ich dann doch jetzt mal zufälligerweise dazu kommen, etwas zu spoilern, dann tut mir das leid, aber ich werde das natürlich vorher ankündigen. Fangen wir mal ganz kurz an. Captain America, es ist bereits der dritte Film dieser Reihe und mittlerweile mag ich die Reihe nach diesem Film auch definitiv. Ich mochte den ersten Captain America Teil nicht, das war einfach so plump, sage ich jetzt mal, undurchdacht, hat mir überhaupt nicht gefallen. Chris Evans sieht, ist die perfekte Rolle für Captain America, genauso wie man auf der anderen Seite sagen kann, dass Robert Downey Jr. die einzigste Besetzung für mich auch ist für Iron Man, wie gesagt, obwohl ich bei Iron Man Teil 1 gesehen habe und bei Teil 2 und 3 immer nur so längere Szenen geguckt habe, sage ich jetzt mal, ne? Also da habe ich noch nicht so wirklich den ganzen Film bei beiden gesehen, muss ich auf jeden Fall aber noch nachholen. Wie gesagt, Captain America 2011 war das, glaube ich, war jetzt nicht so der Bringer, hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Gab damals auch nur 4 von 10 möglichen Punkten. Dann ist es weitergegangen mit The Return of the First Avenger. Und generell finde ich diese Titelgebungen, mochte ich nicht so wirklich bei Captain America. Also gut, Captain America, The First Avenger, war okay der Titel, ne, habe ich nichts zugesagt. So, und dann gab es ja diese Titelwahl, zum Beispiel bei The Return of the First Avenger. Oder im Englischen Captain America, The Winter Soldier. Das hat mir besser gefallen. Man hat jetzt hier einfach dann sozusagen alles geändert. Man hat Captain America rausgenommen und nennt ihn nur noch The First Avenger. Finde ich nicht gut, hat mir überhaupt nicht gefallen. Wie gesagt, da fand ich Captain America The Winter Soldier irgendwie viel geiler vom Titel als The Return of the First Avenger, weil man das halt rausgenommen hat. War nicht mehr Captain America, war nur noch The First Avenger. Fand ich blöd. Jetzt kam aber The First Avenger Civil War raus und da muss ich sagen, da hätte ich lieber mir den Titel The First Avenger Civil War gewählt als Captain America Civil War, ne? Das ist mal so ein bisschen was,
was ich dazu sagen möchte, aber man könnte es auch einfach machen, sage ich jetzt mal, wie bei Iron Man, Iron Man 1, 2 und 3. Ne? Das hätte man auch hier bei Captain America 1, 2 und 3 machen können. Aber gut, man hat sich halt für diese Titelwahl entschieden. In Deutschland hat man es, wie gesagt, The First Avenger genannt. Ist genauso wie, ich glaube, Thor 2 hieß im Original Thor The Dark World und im Deutschen textet man das ein, beziehungsweise man hat es dann nicht halt Thor die dunkle Welt genannt, sondern man Thor The Dark Kingdom. Warum hat man das dann umgeändert, ne? Das ist so ein bisschen was mich bei Marvel immer stört, wie gesagt. Aber ich denke mal, über den Titel brauchen wir jetzt hier nicht mehr weiter reden, wie gesagt. Ich bin mit sehr positiven Gefühlen in diesen Film gegangen. Aber es gab halt zwei Sachen, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Das war zum einen an sich dieser Kampf, sage ich jetzt mal, auf dem Flugfeld, den man schon oft im Trailer gesehen hat. Dazu werde ich später auch nochmal etwas sagen. Aber ich wollte auch gucken, wie sich die Charaktere im Vergleich zu Avengers Age of Ultron weiterentwickelt haben. Und ich muss sagen, ich wurde bei den beiden Sachen, auf die ich mich gefreut habe, auf jeden Fall schon mal positiv überrascht, wie gesagt. Es war beides genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Und vor allem allerdings muss ich jetzt sagen, war ich im Endeffekt von dem Film nicht wirklich begeistert, muss ich sagen, ja. Das wird sich jetzt über die gesamte Kritik vielleicht so ein bisschen widerspiegeln, sage ich jetzt mal. Weil ich es einfach, ich war nicht enttäuscht im Kino, das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber an sich war der Film jetzt nicht so ganz, hat mich der Film nicht ganz überzeugt, muss ich sagen. Klar, ich fand das einfach richtig genial. Wir hatten wieder geile Sprüche mit dabei. Die Effekte sahen wirklich richtig, richtig gut aus. Auch so die Dialogszenen waren gut ausgearbeitet, ja. Aber zum Beispiel der Anfang. Also nachdem sozusagen die Anfangsszene in Nigeria passiert ist, dann hat mich der Film so ein bisschen, habe ich erst gedacht, gibt's jetzt hier tatsächlich die ersten Längen in diesem Film. Wie gesagt, wurde dann keine, aber die war nicht so ganz das, was mich... Man hat viele Szenen reingenommen, viele emotionale Szenen natürlich mit dabei gehabt. Natürlich aber auch Szenen, wo es ernst war. Dann mal wieder ein Witz rausgehauen und wie gesagt, der geilste Charakter einfach in diesem Film. Ich muss es tatsächlich wirklich sagen, ich hätte es nie von mir gedacht, dass ich das sage, aber war einfach Spider-Man, wie gesagt, Peter Parker, gespielt von Tom Hollander. Oder Tom Holland? Ich weiß gar nicht, wie heißt er denn? nehmen wir ihn Tom Holland. Wie gesagt, der war einfach so genial. Also Hut ab erstmal vor dem Jungen, dass er sich das angenommen hat, Spider-Man zu sein. Das ist, denke ich mal, nicht immer leicht, in so eine Rolle zu schlüpfen, wo du sagst, jo, zwei Leute waren schon vor mir in dieser Rolle sozusagen und jetzt bin ich dran, diese Rolle zu übernehmen, und er macht es gut, Leute. Also ich freue mich auf seinen Solo-Film definitiv. Da habe ich ja auch schon mittlerweile gelesen, dass Robert Downey Jr. Also das ist so genial. Ich will nicht spoilern, aber es ist halt einfach so, dass man fast denken könnte, Robert Downey Jr., also Tony Stark und Peter Parker, könnten Vater und Sohn sein. Also ich fand die beiden so genial zusammen in dieser einen Szene. Wie gesagt, das war jetzt kein Spoiler, sage ich jetzt mal. Ihr werdet das selber noch im Film alles sehen. Ich habe ja nichts gesagt, um was es da genau ging. Wie gesagt, aber ich freue mich auf Spider-Man, auf den Einzelteil, wie gesagt, weil hat mich überzeugt, der erste Trailer, wie gesagt, gut, das war immer in den Trailern dann so, nur ein Wort, das er sagt, eine Szene, die er bekommen hat im Film, ist kein Spoiler, aber wird er, glaube ich, so 10, 15 Minuten haben für den gesamten Film, wenn nicht noch mehr. Aber so an sich, Peter Parker, Tom Holland, macht das super gut, fand ich richtig genial. Dann, was ich auch richtig cool fand, war, dass man übelst viele Szenen hatte, wo man sich halt gegenseitig einfach geprügelt hat, sozusagen. Gab relativ viele Szenen, Verfolgungsjagden, sage ich jetzt mal. Also davon hat dieser Film wirklich gelebt, von vieler Action, muss ich sagen. Sehr gut durchdacht gemacht auch. Auch mit den 2 Stunden 28 Minuten war das relativ gut. Aber wieder, der Film, naja, gut, kommen wir dazu später nochmal. Und das werdet ihr auch natürlich auch an der Punktzahl sehen. Wo ich wirklich dann überrascht war, war halt die Szene auf dem Flughafen, also wenn sie alle aufeinander einprügeln sozusagen. Und wirklich hier wieder in dieser Szene einfach nur, wären Ant-Man und Spider-Man nicht dabei, dann wäre das, glaube ich, nicht so lustig und so genial geworden, muss ich wirklich sagen,
Weil die beiden haben diesen Kampf meines Erachtens einfach geprägt, sozusagen. Die stechen in diesem Kampf wirklich heraus. Und ich fand diesen Kampf einfach so genial, Leute, so genial. Und was mir auf jeden Fall auch sehr gefallen hat, war das Ende, muss ich sagen. Weil dann, wir haben überall so kleine Bruchstücke mal mitbekommen im Film und am Ende fügt sich das dann alles zusammen. War richtig gut. Wer mich auch nicht ganz überzeugen konnte, beziehungsweise nicht so wirklich, ja, ist schwer zu sagen, wie sage ich das jetzt? Der mir nicht so gut gefallen hat, der Charakter, war der von Daniel Brühl, Simo oder so. War okay, ja, aber das Problem ist einfach, so ganz hat er mir nicht gefallen. Auch Black Panther war jetzt nicht so der Bringer, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht mache ich mir da jetzt Feinde mit dieser Aussage, aber der hat mir auch nicht so wirklich gefallen, der Charakter. Zwar sah das auch am Ende, diese Might-Credit-Scene sah richtig geil aus mit Black Panther. Ich will wieder nicht spoilern, wie gesagt. Aber die war geil auf jeden Fall. Und ihr solltet echt bis zum Ende des Films für die Post-End-Credit-Scene dabei sein. Ich werde euch nicht sagen, um was es geht auf jeden Fall, aber ihr solltet im Kino sitzen bleiben. Das verspreche ich euch auf jeden Fall. Auch dieser Charakter hat mir nicht so wirklich gefallen, sage ich jetzt mal. Ja, gut, General Ross war jetzt auch wieder mit dabei. Ja, war auch nur okay, sage ich jetzt mal, ne? Das waren die drei Charaktere, die mir jetzt nicht so gefallen haben. Wie gesagt, am meisten Ant-Man und Spider-Man und auch Captain America und Tony Stark, die halt wirklich die besten meines Erachtens in diesem Film. Diese vier haben wirklich diesen Film geprägt, meines Erachtens. Die anderen waren auch alle gut, wie gesagt. Aber am Ende kann man sagen, dass der Film okay war, beziehungsweise wirklich gut war. Aber ich habe dann halt echt im Kino gesessen, dann war der Film vorbei, dann war die Post-End-Credit-Scene vorbei und dann habe ich da gesessen und überlegt, ah ja, okay, das war also The First Avenger Civil War. Ne? Ich war nicht enttäuscht, Leute. Ich war überhaupt, also ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war. Wie gesagt, der Film war gut, das muss man wirklich sagen. Der war sehr gut sogar, natürlich. Aber irgendwie, aus irgendeinem bestimmten Grund, habe ich echt in diesem Kino gesessen und gesagt, okay, das war der Film. Das war Captain America 3 oder The First Avengers Civil War. Okay. Naja, gut. Ne? Also so war das eigentlich das, was ich in diesem Kino erlebt habe. Und schlussendlich würde ich jetzt einfach mal diese Kritik abschließen wollen, denn man könnte echt so viel erzählen über diesen Film, was gut war, was ich noch nicht so schlecht fand, aber ich würde euch sehr viel spoilern und ich denke, ihr wollt euch hier eine vernünftige Kritik anhören und nicht alle 20 Sekunden auf Stumm schalten, weil dann oben das Spoiler-Schild steht. Ich glaube, das wollt ihr einfach nicht und das möchte ich auch nicht. Und deshalb kommen wir jetzt am Ende zur Punktzahl, auch wenn mir der Film im Ganzen nicht das war, was ich mir erhofft habe, aber ich nicht enttäuscht wurde von diesem Film und der Film doch wirklich sehr großes und sehr starkes Potenzial hat, vergebe ich am Ende trotzdem 9 von 10 möglichen Punkten, Freunde, ja? Der Film hat mir nicht gefallen, wirklich. Aber er war trotzdem richtig gut. Ich weiß, das klingt absurd, das widerspricht sich alles, na klar. Aber nehmt es euch zu Herzen, seht euch den Film an. Vielleicht werdet ihr enttäuscht, vielleicht sagt ihr auch, es ist der beste Marvel-Film, es ist der beste Avengers-Film, hast du nicht gesehen, wie und was. Damit hat es The First Avengers Civil War übrigens auch geschafft, Platz 1 der besten Avengers-Filme bei mir zu werden. Da stand ja ganze Zeit lang Guardians of the Galaxy und mittlerweile steht, also Guardians of the Galaxy, darunter kam dann Ant-Man und jetzt also The First Avengers Civil War, den ich definitiv besser fand als Guardians of the Galaxy. Und ich werde auf jeden Fall bestimmt nochmal irgendwann eine Top 10 zu meinem besten Avengers-Film machen. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Top 10 zu dem besten Marvel-Film. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin raus an der Stelle. Morgen geht es dann weiter mit der Vorschau auf den kommenden Mai. Ich bin raus an der Stelle, Leute. Wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns bis zum nächsten Mal und ciao.